Wäre schon eine feine Idee. Welche Waffe ist angelegt? Die ist angelegt. Ich muss den Takedown hauen. Das ist ziemlich wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wer der eine Typ da vorne ist. Aber wenn er nochmal herkommt, müsste ich ihn hier ausnocken. Okay, er kommt. Aber wenn er da vorne steht, schaut keiner zu ihm. Also es guckt eigentlich gar keiner zu ihm. So, der ist erstmal down gemacht. Das Problem ist der Typ hier. Dieser Typ mit Diagnose Krebs im Endstadion. Ist hier irgendein Autoalarm, den wir anmachen können? Nichts. Okay, der geht jetzt dahin. Ja, ich will. Das Problem ist, ich will keine Schießerei hier anfangen. Oh, bewegt er sich jetzt nicht mehr weg? Ohne Witz nicht. Er setzt sich wieder falsch rum an. Ich raste aus. Geht's da irgendwo hinten nochmal runter? Statt nur durchs Treppenhaus, weil dann hätte ich nochmal eine andere Idee. Scheint dir nicht zu interessieren. Sieht den auch nicht. Kann man hier irgendwo erstmal die Waffe wegstellen? Man kann sich da auch nicht irgendwie hangeln. Ich will das irgendwie ohne Blut vergießen. Guck mal da. Okay, guck mal, da ist jetzt der eine. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Was der eine jetzt macht, will ich jetzt wissen. Da hinten steht nämlich auch noch so ein Pinkel. Der sieht jetzt 100% seinen Kollegen. Wer den nicht sieht, fress ich Besen, ey, ohne Witz. Jetzt hat er ihn gesehen. Ist da drüben etwas?
Oh fuck. Scheiße. Was ist denn das hier? Okay, der hinten hat nichts mitgekriegt. Oh, nice. Können wir auch mit aufheben. Ich will nicht, dass es hier zu einer Schießerei kommt. Das heißt, die Schallgedämpfte lassen wir mal schön drinne. Und jetzt hangeln wir uns mal weiter nach vorne zu den anderen dreien. Nur vorsichtig sein und Geduld haben. Der 2, ich verstehe nicht, was das heißt mit diesen 2. Ach, der hat Sprengstoff. Naja, wir wollen jetzt nicht unbedingt umbringen. Solange er seine Kollegen nicht sieht. Bis jetzt hat er ja nur den einen gesehen, wie er da unten lag. Von daher müssen trotzdem die ganze Reihe aushauen hier oben. Lol. Das war ein Takedown. So, Kollege. So, wir wollen dich mal nicht sprengen. Wir wollen zu unserem Kollegen. Da hab ich dich. So, haben wir alles, was wir wollten? Jupp, haben wir. Das heißt, wir können aus diesem Gebiet verschwenden, Freunde. Das war reibungslos, ohne irgendjemanden zu killen. Perfekt. Aber jetzt weiß ich auch, was es mit der Batterie da bedeutet. Ich verlasse das Gebiet unauffällig. Na, telefonierst du? Okay, also was nützt mir eine Kampf? Entschuldigung. Ob das dieser Typ ist, den die Bullen suchen? Studiert antike Sprache. Klingt, als hätte das CTO erst Schluck auf. Wir haben da jede Menge Schwierigkeiten. Stromausfälle, Fehler im Nahverkehr und mit den anderen. In den Nachrichten klingt das anders. Da wird das System immer nur gelogen. Oh, was ist denn da vorne? Gehen wir da mal hin. Ich muss die Augen offen halten. Oh. Er kann noch nicht weit sein. Potenzielles Opfer. Du hast doch nicht vor, die Stadt zu verlassen, oder? Mann, hör auf damit. Wer, ich? Klar, ich wollte nicht fliehen. Weißt du, ich kann hey, Lügen riechen. Ich schmuggle keine Waffen mehr für dich. Hey, ich kann so ein Schieß mir nicht in den Rücken. Seht ihr die Show? So funktioniert das nicht mal. Tja, vielleicht tauchst du eine Weile auf der Stadt unter. Verbrecher neutralisiert, meine Freunde. Ruf verbessert. Der Ruf wird immer besser. Verbrecher neutralisiert, Opfer unverletzt. Perfekt. Boom. Wieder einen neuen Skillpunkt. Diagnose Krebs, ja, das. Wir von der Bloom Technologies Group investieren. So, wir gucken jetzt erstmal, wie viele Skill. Oh, wir haben schon 5. Leck mich. 5 Punkte. So ein Wahnsinn. Fahren. Hier. Punkte kosten X halten, um tschüss. Geldautomaten hacken, ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist.
Punktekosten verringert den Rückstoß bei Schießen mit allen Waffen. Ja, Mann. Glaub mir, Waffen mit Rückstoß. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus, Freunde. Die Splittergranate ist eine Sprengkörper, der Detonation an den Schrapnellladung abgibt. Okay. Okay, die Punkte werden da angehalten. Herstellen, fahren. Defensives Fahren reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Ich weiß nicht, ob wir da drin so viele Skillpunkte einsetzen. Halten, um Trafos zu überladen und eine große Explosion auszulösen. Nachts hilft ihnen folgender Stromausfall sich vor Gegner. Gegnern zu verstecken. Und dann geht auch überall das Licht aus, okay? Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomat erhält. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, das Geld. Wir warten erstmal. Beschützstufe, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Erkannte Verbrechen. Ideen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet hart an neuen. Diabetiker. Ja, es tut mir sehr leid für Sie. Das Ding könnten wir eigentlich noch hängen, den Turm. Und dann kann man eigentlich danach zur Kampagne weiterrasen. Leichter, gesünder und glücklicher machen. Wir glauben, dass Innovation die Welt verändert. Wir wachsen und wollen, dass Sie daran teilhaben. Gemeinsam machen wir die Welt zu einer Gemeinschaft. Tomaten auf den Augen. Vorsicht, Mann. Ja, ich finde dein Handy. Halt die Fresse. Ja. Pass doch besser auf. Ja, Schnauze. Yo, Bro. Musik. Zwangshafter Lügner, okay? Willkommen. Gib mir mal einen Energy Drink, Alter. Nehmen Sie sich in Freischaltung und Fokusfähigkeiten einen Moment Zeit und erfrischen Sie sich mit einem Getränk. Alles klar. Gib ein paar Pornobildchen. So, wir müssen da vorne hin zur Mission. Nehmen wir mal das Auto. Ich fahre am liebsten Auto. Hier gibt es auch Motorräder, aber ich bin eher der Autofan. So, wir müssen da oben hin. Sieht so aus, als wenn wir da irgendwo hoch müssen. Schon gefunden. Der Dummficker. Da muss eine Kamera sein, ja. So, das ist offen, die eine Tür. Aber da hinten um die Ecke ist noch ein Schalter irgendwo. Ja, meine ich doch. So, die sollen hier ihre Hip-Hop-Musik hören.
wie der abgeht. So, da ist die eine Tür und dann hacken wir das Zeug mal. Haben wir nämlich den nächsten. Ah. Kommen wir hier runter, ohne zu sterben? Testen. Perfekt. Hopp. Rein in unsere Karre. So. Und hiermit sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, weiter zu gucken und keine Videos verpassen wollt von Watch Dogs, dann abonniert mich. Folgt mir auf Facebook, wenn ihr Lust habt. Daumen hoch, Daumen runter ist mega. Macht einfach eine Bewertung. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.